Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Valheim. Jetzt noch ohne Darko. Darko ist in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und ich werde heute auch nicht viel unternehmen, außer eventuell die ein oder andere Krypta looten. Denn ich kann es euch mal auf der Map zeigen. Wir haben hier einen weiteren Sumpf freigelegt. Da habe ich soweit alle Krypten, die ich gefunden habe, markiert. Wir haben auch in der Nähe ein Portal gebaut. Das heißt, wir können dort locker mit dem Schiff hinfahren und die ein oder andere Krypta looten. Und ja, hier drin hat sich ein bisschen was verändert, wie man sieht. Und ja, was war noch? Ich habe aus einer, nicht aus einer Krypta, sondern aus einem, ja, einer Struktur im Sumpf diese Kettenglieder hier bekommen. Und mit denen kann man natürlich auch wieder was Wundervolles bauen. Und zwar erst einmal, irgendwo gab es hier eine Erweiterung für den Tisch. Irgendwo. Ja, irgendwo. Wir können jetzt hier Kronleuchter bauen. Warum nicht? Aber ich suche gerade die Erweiterung. Die war's nicht. Wir können nämlich auch so einen neuen Topf herstellen. Da gucken wir aber gleich mal nach. Eine Fackel will ich noch. Und ich hätte gerne. Wo ist sie? Wo ist meine Picke? Das ist meine Eisenpicke. Wo ist meine Dingsbumspicke? Die hat der Darko noch. Wow. Ja gut. Eisenstreitkolben. Den hätte ich gerne. Ja. Okay. Normalerweise kann man noch so einen neuen Kochtopf mit den Kettengliedern herstellen. Ich weiß jetzt nicht, wo der war. Ist ja auch Schnubbe. Wir gehen. Ich brauche Gegengift. Und dann gehen wir mal eine Runde in den Sumpf. Ja, man sieht, sie hat sich einiges verändert. Zum Bauhammer. Der Bauhammer bleibt bei mir im Gepäck wegen dem Boot. Jo, dann gehen wir mal, würde ich sagen. Hier war, glaube ich, nichts mehr drin. Ne. Und hier haben wir noch ein bisschen Schwarzmetall. Ja, das brauchen wir jetzt erst einmal nicht. Und jetzt sagt mir nicht, es wird Nacht. Ich will nicht bei Nacht in den Sumpf. Stopp mal, wir werden das Schwarzmetall und den Hammer hier lassen. Falls sie uns das Boot wieder schrotten. Rausrennen aus dem Sumpf können wir alle Male. Das ist nicht das Problem. Ja, komm, bisschen noch. So, reicht. Nee, das nicht. Ich wollte das da öffnen. Wir lassen den Spaß mal hier.
Und es wird halt tatsächlich Nacht. Ei, ei, ei. Ich hätte mich vielleicht vorher noch mal ins Bett legen sollen, damit ich auch ausgeruht bin. Ja, da müssen wir ein ganzes Stück paddeln. Das Boot wird ja zum Glück von dem Blutekel nicht angegriffen. Nur von allen anderen Viechern. Hab ich noch Pfeile? 93, yo. Ja, hier drüben ist zum Beispiel so eine Struktur. Aber die, woher ich sah, hatte die war aus Stein. Und das sah aus wie so eine Art Turm. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben. Nein, 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 nicht auf dem Ozean, nicht auf dem Ozean. Ach du Heimat, ihr könnt mich jetzt gerne wegen meiner Fahrkünste auslachen. Da war irgendwo ein Schleimklumpen. Eine Seefahrt, die ist lustig. Ja. Ja, genau, ich will hier rein, so weit wie es geht, ohne Damage zu kriegen und dann versuchen, die erste Krypta zu looten. Wie gesagt, in der nächsten Folge ist der Darko dann wieder mit dabei und da werden wir sie zusammen looten. Also eine und offscreen dann die restlichen, denke ich mal. Weil ich glaube nicht, dass uns jemand zugucken will, wie wir da die ganze Zeit Eisen farmen. Da kam ein Blutegel. Da ist wieder ein Blutegel. Nee, ein Schleimbatzen. Ah, nicht so einfach hier. Also bei dem Schleimbatzen möchte ich jetzt ungern anlegen. Ah, da ist schon die... Ey, wieso drehst du dich einfach? Da vorne ist er doch schon. Krypta. Ich hoffe nur, hier taucht jetzt nicht gleich irgendein Vieh auf. Bleib stehen, Boot, bleib stehen. So, na dann. So. Und die 7. Oder so. Mal schauen, wie oft ich hier sterben werde. Ja. Das ist der erste Steinklumpen. Steineisenklumpen. Ich schaue mir erst einmal die Räumlichkeiten hier an. Nicht, dass uns hier irgendwo einer überrascht und... Ja, wir dann einfach down gehen. Und hier ist auch ein Schleimklumpen. Okay. Wir farmen erstmal den hier ab.
Also mit der Eisenpicke macht sich das definitiv besser als mit der Bronzepicke. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, erwartet uns da hinten was? Ja, ein Slime. Wow. Der war down. Dark Guard gemäht auf dem Boden ist manchmal immer noch so ein bisschen was. Da guckt man natürlich genau hin. Ja, da drüben ist es so offen, das gefällt mir nicht. Da ist noch was. Was man nicht bekommt. Geil. Da ist es zu. Und hier die erste. Oh. Die erste Kiste hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, wir lassen sowieso erstmal alles hier in der Kiste und bringen das dann nach und nach raus. Sind auf jeden Fall schon mal 20 Eisen. Das ist der Streitkolben, würde ich sagen. Na, okay, hier ist nichts mehr. Okay. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Kurz was futtern hier. Die 5. Okay, das war alles. Boah, Spitzhacke 33 gelevelt jetzt. Ja. Dann ist gleich der nächste Klumpen. Geil. Ganz kurz ausrüsten hier. Ich traue dem ganzen Spiel nämlich nicht, vor allem da ist ein Totenkopf drin. Wow. Wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? Drei gerade mal. Also man kriegt nicht wirklich viel hier raus. Ist ein bisschen schade. Aber die Entwickler haben sich bestimmt was dabei gedacht. Da ist noch was. Ja. Dann hätten wir das hier auch schon. Ist der erste Raum komplett geklärt. Nice. Und wir haben insgesamt 23 Eisen. Das ist definitiv ein Streitkolben für mich. Ich finde es schade, dass man hier drinnen keine Kiste bauen kann oder dergleichen. Bauen wir erst mal das hier ab. Finde ich echt ein bisschen schade. Dahinter jetzt ein Raum oder nicht? Ja, da ist einfach ein Raum dahinter.
Ja. Ganz kurz die Fackel in die Hand nehmen. Auf jeden Fall ist da kein Gegner. Das ist schon nochmal sehr gut. Da ist immer noch was. So. Jo, das ist durch. Wir brauchen ja immer noch diesen Altar für diesen, das Blob-Monster. Den müssen wir in irgendeiner Krypta finden. Die Frage ist nur, in welcher. Die Frage ist nur, in welcher. Komm, jetzt mach doch endlich mal auf hier. Ich will sehen, ob dahinter was ist. Es ist auf jeden Fall ein Raum dahinter. Mit noch mehr Eisen. Und keinem Gegner. Dann können wir hier komplett frei hacken. Solange wie die Picke noch mitmacht. Ich habe gerade ernsthaft Leder bekommen. Okay. Tatsache, man kriegt Leder. Wow. Hält ihr den Klumpen mir noch aus? Bitte. Immer noch was. Aber jetzt müsste alles weg sein. Jo. Okay, hier oben ist dann auch nichts mehr. Ja, da das Eisen holen wir uns, wenn die Pick wieder repariert ist. Hier gab es leider keine Kiste, nur Münzen. Schade, hier jetzt eine Kiste zu haben, wäre echt geil. Nee. Weg. So, dann würde ich mit dem ersten Eisen auch gleich nach Hause tuckern. Wenn das Boot draußen noch heil ist. Erstmal ganz kurz alles hier rein. Wie viel kann ich ungefähr noch mitnehmen? 3? Noch eins. Ja. Den Rest hole ich gleich. Dann fahren wir mit dem auf jeden Fall schon mal zum Portal zurück. Denn da haben wir das Glück. Da haben wir Kisten, da können wir erstmal alles zwischenlagern, bevor wir irgendwo hinfahren. Das Boot steht auch noch, das ist sehr nice. So, ganz kurz hier. Ich muss halt eindeutig die Picke reparieren. Der Akku hätte mir ruhig meine Dingspicke wiedergeben können, aber gut. Wir wussten nicht, dass ich jetzt eine Folge allein aufnehme und da eine Krypta loote. Das wussten wir leider nicht. Ja, Weltspeicher. Da muss man immer bei mir mit Lex rechnen, weil ich den Server hoste.
Ich habe keinen Server gemietet, da wir hier eh nur zu zweit spielen. Es kommt kein Dritter oder Vierter dazu. Zumindest hat sich keiner gemeldet bisher. Fahr. Fahr rückwärts. Nein, Schleim. Wehe. Böser Schleim. Aus. Sehr schön. Ja. Dann bringe ich jetzt das Eisen zum Portal. Tu dort ganz in Ruhe. Geh ganz in Ruhe durchs Portal. Tu meine Picke reparieren. Den Schlüssel lasse ich gleich direkt am Portal. Den werden wir dann nämlich brauchen. Beziehungsweise im Boot. Mal schauen. Und ja, wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, auch wenn ich nicht viel gemacht habe, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.